ich nicht. Dann ist Herr Warwick mit einem neuen Thema. Seit 31 Jahren verurteilt die UN-Vollversammlung regelmäßig das völkerrechtswidrige US-Embargo gegen Kuba. Auch letzte Woche stimmten 187 Staaten, darunter auch Deutschland, gegen die US-Blockade und forderten deren sofortige Aufhebung. Lediglich die USA und Israel stimmten dagegen. Vor diesem Hintergrund würde mich interessieren, was tut denn die Bundesregierung ganz konkret, um diesem Votum vom 3. November Nachhall zu verschaffen? Gibt es da konkrete Maßnahmen, um sozusagen dem Wertepartner bzw. den regelmäßigen Bruch des Völkerrechts durch den Wertepartner Washington zu stoppen? Die Bundesregierung hat sich in der Abstimmung verhalten, wie sie sich verhalten hat. Das ist die Ansicht der Bundesregierung und mehr ist dazu im Moment jetzt nicht so zu sagen. Zusatz? Ja, eine Frage hätte ich noch. Jetzt sind ja deutsche Unternehmen, Banken, Vereine, NGOs und Privatpersonen regelmäßig Opfer von US-Stellen, die sie mit wirklich horrenden Strafsummen und zur Zahlung von horrenden Strafsummen zahlen, weil diese angeblich dieses völkerrechtswidrige US-Embargo dem widersprochen haben bzw. übergangen haben. Da würde mich interessieren, insbesondere vom BMWK, was gibt es denn da an Hilfsmaßnahmen der deutschen Bundesregierung, um insbesondere diesen betroffenen Banken und Unternehmen zu helfen, auch eingedenk des Amtseids? Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Fälle nicht kenne, von denen Sie sprechen, von den horrenden, wie Sie sagen, Strafsummen, ist mir nichts bekannt, sodass es mir schwerfällt, jetzt dazu etwas zu sagen. Vielleicht können Sie die Quelle offenlegen, wo sozusagen die Information darüber da ist, und dann können wir bemühen, uns darum noch etwas nachzureichen. Also es ist eigentlich allgemein gut. Ich glaube, fast jedes deutsche Wirtschaftsunternehmen, das mal Kontakt mit Kuba hatte, könnte Ihnen da Fälle nennen, ebenso Vereine, NGOs und Privatpersonen. Also schon der kleine Ein-Mann-Rumvertrieb hat ein Problem, wenn die US-Finanzbehörde auf ihn aufmerksam wird. Also in dem Sinne finde ich es gut, wenn Sie mir da was nachliefern könnten. Ja, die Voraussetzung wäre, dass Sie mir vielleicht ein paar konkrete Fälle nennen und dann will ich dem gerne nachgehen. Dann liefere ich die konkreten Fälle gerne nach. Ja, danke.